nach langer Zeit wieder hier recht herzlich begrüßen in unserem Foyer in der Grünewaldhalle. Heute zu Gast der TSV Wiblingen, auch Spitzenreiter und Spitzenreiter geblieben, somit auch den Sieg wieder aus dem Taubertal geholt. Mit 24:29 hat die HSG leider wieder verloren. Marco, du bist gebeutelt. Erstmal die Frage für viele vielleicht, wie geht's dir? Mir geht's gut. Du hast gar keine Probleme gerade. Weil ich sehe gerade bei dir, ne, bist du ein bisschen geblutet, aber okay. Nimmt man gerne zu Kauf, wenn man 2 Punkte erholt. Marco, kleines Statement einfach für dich, wie hier der Weg hier runter, wie ist das Spiel für dich gelaufen? Es war ein harter Fight bis zur 50. Minute, dann ist es leider für uns dann eingebrochen. Aber ihr glaubt, ihr habt sehr gut euch aufgestellt. Ihr wolltet die 2 Punkte, das hat man nach meiner Sicht gut gesehen. Aber für dich jetzt mal die 60 Minuten für Revue passieren lassen. Ja, schönen guten Abend von mir. Ja, wie war die Fahrt hierher? Ich sag's ganz ehrlich, das ist eine der geilsten Fahrten, die man hat in der Runde. Es ist so, weil sich jeder freut, hier zu spielen. Die Halle ist nach unserer die geilste dann, die zweitgeilste, die es in der Liga gibt. Deswegen fährt man hier wirklich mit einem Lächeln her. Ja, zum Spiel. Du hast richtig gesagt, ich glaube, die Truppe, die wollte die Punkte unbedingt. Ich würde es darauf zurück, wenn man halt so startet, wie wir gestartet sind, mit den 6:0 Punkten, dann, ja, dann riecht man das Blut und will es halt weiter treiben. Das hat man heute gemerkt. Achso, der war sogar gut, ja. Dann will man immer weiter und wir haben in den letzten Spielen immer wieder gemerkt, wie du es gesagt hast, ab der 50. haben wir die Luft in der Abwehr. Wir brechen da in der Regel nicht ein. Können das Tempo 60 Minuten hochhalten. Das war in den ersten 3 Spielen der Knackpunkt für uns. Das war auch heute aus meiner Sicht der Knackpunkt. Wir müssen nie einen Gang zurückschalten. In der Abwehr haben wir immer Beine, haben immer Bereitschaft und hatten dann in meinen Augen in den letzten 10 Minuten 2, 3 Paraden mehr vom Torhüter. Und das hat uns dann letzten Endes, ja, die, wie viel? 5 Tore sind zu viel aus meiner Sicht. Wenn es 3, 4 gewesen wären, 3 wär gerechter gewesen. Aber man muss auch sagen, man liest es ja auch, ihr habt natürlich einen Shooter, ihr habt euer Marco Wolf, er hat auch heute in der ersten Halbzeit euch vorangebracht, aber man muss auch sagen, die ganze Mannschaft funktioniert. Hast du so rausgelegt auch, dass du in die Breite gehst und auch dein schnelles Spiel durchziehen willst? Also der Kader war vor der Runde eigentlich anders geplant. Ich war dann ja irgendwie als Trainer eingeplant und wollte eigentlich immer weniger spielen. Das hat sich in den letzten Spielen irgendwie entpuppt, dass es doch ein bisschen mehr wird. Wir hatten in der Vorbereitung einen schweren Verletzten mit Achillessehnenriss, mein Co-Trainer, Linkshänder auf halb rechts, rechts außen, der uns super, super fehlt. Dann hatten wir ein angerissenes Kreuzband, der seine Handballkarriere dann beendet hat, der eigentlich halb links gespielt hat. Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, die 2 Verletzungen hat die Mannschaft unglaublich zusammengebracht. Wir haben eine richtig geile Mentalität in der Mannschaft gerade. Die Jungs haben in der Vorbereitung viele Kilometer gemacht, widerwillig. Und so langsam bedanken sie sich bei mir, dass sie merken, es bringt ja doch was, wenn man rennen kann. Wie heißt es immer? Schuften und es zahlt sich aus. Marco, ich bedanke mich. Bleib kurz da, wir müssen noch dann ziehen. Ja, Martin, was soll man sagen? Gleiches Spiel wie fast das letzte Mal, oder? Wirst du sagen, Revue, wenn man sieht, es waren die gleichen Fehler, es waren die gleichen Probleme, oder versuchst du da was Positives rauszuziehen aus so einem Spiel? Erstmal schönen guten Abend. Kulisse war top, muss ich sagen, war wieder sehr schön vor so vielen Zuschauern zu spielen und ich hoffe, das 2G hat jedem gut gefallen, heute mal ohne Maske in der Halle zu sitzen. Ich denke, das war ein Schritt in die richtige Richtung, zumindest für uns als Verein. Ja, Marco, erstmal gute Besserung und Glückwunsch natürlich an deine Truppe. Habt ihr euch verdient am Schluss, muss man dann ja so deutlich auch sagen. Ja, boah, ich weiß gar nicht, ob ich meiner Mannschaft so einen Vorwurf machen kann. Also klar, wir sprechen dann ab der 45. Minute mal drüber, was da schief gelaufen ist. Aber ich glaube, wir haben heute die beste erste Halbzeit gespielt in der Saison. Wir wollten auch. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ich glaube, den Jungs kann man nicht unterstellen, dass sie heute nicht wollten.
Wir haben eine super Trainingswoche hingelegt. Alle waren, waren gut gestimmt auf das Spiel. Wir haben viel gesprochen miteinander, was wir verbessern wollen. Waren eigentlich auch gut eingestellt auf den Gegner. Einer hat uns das Leben richtig schwer gemacht. Das war dann nicht so gut, aber im Prinzip haben die Jungs alles das gezeigt in der ersten Halbzeit bis zur 45. Minute, was wir wollten. Leidenschaft, Wille, da war alles dabei, Kampf. Es war brutal, was da teilweise am Kreis abging, was da Pummi einstecken musste. Auf der anderen Seite glaube ich ähnlich. Trotz alledem, ab der 45. Minute geben wir das Spiel aus der Hand. Wir sind mit zwei vorne, können drei Gegenstöße fahren, verschmeißen, 7 Meter weg. Bälle an Kreis spielt, wo man nicht hinspielen darf, dann spielen wir zwei Bälle in Seiten aus, weil wir uns falsch bewegen. Und dann muss man einfach sagen, Sweeplingen einfach cleverer. Ja, dann bringen sie hier Marco auf die Mitte noch dazu, der das Spiel in die Hand nimmt, mit Blut in der Nase dann auch noch spielt. Der hat die Strippen in der Hand und wir, muss ich dann leider Gottes ehrlich sein, spielen dann kopflos. Und es geht einfach nicht. 45 Minuten mit zwei Toren vorne, man fährt einen Gegenstoß, kann auf 3 gehen, kann auf 4 vielleicht sogar gehen, wenn es gut läuft. Und dann geben wir den Gegner die Bälle und die laufen wieder Gegenstöße. Der Marco hat gesagt, hat eine komplette Truppe. Die sind also nicht alle, aber die marschieren ohne Ende. Das haben wir auch gewusst. Und dann war jeder Fehlwurf ein Gegentor. Und am Schluss musste aufmachen, zwei Mann rausnehmen. Und dann waren wir hinten natürlich offen wie ein Scheunentor. Und dann sind 5 Tore natürlich zu viel, aber man muss das probieren. Wer sich jetzt fragt, warum ich die Nummer 24 nicht in Manndeckung von Anfang an genommen habe oder ab der 45. oder wie auch immer, ist völlig egal. Ich habe lange, lange Zeit mit mir gerungen und auch mit meinem Mittelblock gerungen. Ich hätte da mehr Chaos reingebracht, war die Ansage, als dass wir vielleicht was besser machen könnten. Aber wie gesagt, wir waren bis zur 45. waren wir mit 2 vorne. Ich musste jetzt am Spielverlauf sehen und haben danach Chancen, das Ding irgendwie zumindest zum Unentschieden zu wuppen. Und wir verlieren einfach im Kopf. Und es tut mir dann wahnsinnig leid für die Truppe. Ich war vorher ein bisschen aufgebrachter, hinten noch in der Kabine war ich nicht sauer eigentlich. Jetzt relativiert sich das Ganze wieder ein bisschen. Ich bin eigentlich eher doch stolz, dass die Jungs 45 Minuten lang Vollgas gegeben haben. Jetzt stehen wir mit 2-6 da. Tut weh, absolut. Ich hätte den heute einfach einen Sieg gegönnt, den Jungs. Und es tut brutal weh, brutal weh. Und jetzt müssen wir die Woche arbeiten. Jetzt geht's weiter. Nächstes Spiel steht in 2 Wochen an. Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken. Die Jungs müssen den Kopf frei bekommen und dann werden wir Punkte einfahren und dann sind wir am Schluss hoffentlich unter diesen ersten 4, wo wir hinwollen. Und dann sind wir alle happy. Ja. Ich weiß, es ist immer schwierig. Für uns Außenstehende ist es natürlich auch so, die zweite Welle, Kontern, vermisse ich ein bisschen. Wir haben eigentlich mit einer der schnellsten Spielern, die eigentlich wirklich komplett eigentlich überrennen müssten, die Gegner. Da gilt es für dich wahrscheinlich auch, ein Augenmerk mal wieder draufzulegen und im Training den Fokus auf die Buben, dass die das auf die Platte kriegen. Willst du da ein bisschen was forcieren? Ja, das ist mit unserer Konstellation nach wie vor schwierig, wenn man mit 8 Leuten dann in der Halle steht und dann Gegenstoß trainieren will. Ich weiß nicht genau, wie wir das dann machen sollen. Im Prinzip muss es in die Köpfe rein. Ja? Man muss hinten den Ball gewinnen und sofort umschalten. Ja? Das lernst du in der Jugend, ab der C oder so, Umschaltspiel. Und dann muss auch jeder wollen. Jeder muss mitrennen wollen. Da muss der Kreis vorne als erster sein. Da müssen wir außen im Eck stehen. Und dann muss man es aufziehen von hinten. Und wenn da einer in der Kette fehlt oder 2 nicht mitmachen wollen, dann bringt es nichts. Ja? Dann läufst du 1-6. Und dann ist es schwierig. Also im Prinzip muss jeder das wollen, muss in die Köpfe rein. Tempo gebe ich dir recht. Man hätte heute vielleicht einfache Tore machen können über den Gegenstoß. Mit dem Victor und dem Felix haben wir nach wie vor die tempostärksten Spieler, glaube ich, im Rückraum da mit dabei. Und wir haben es nicht ganz auf die Platte bekommen. Trotz alledem, ich sage es nochmal, wir hatten genug Chancen, dass wir mit 2 vorne waren, da noch ein bisschen was drauf zu packen. Wir haben es nicht gemacht und am Schluss auch verdient verloren. Und nochmal Glückwunsch an Liebling, an Markus, seine Truppe. Starkes Spiel heute. Mir hat super Spaß gemacht zu coachen, ab der 45. nicht mehr so. Aber es war ein Top-Spiel. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Die Truppe hat bis zur 45. alles gegeben. Ich kann es nur noch mal sagen, die letzten 15 Minuten tut mir wahnsinnig leid für die Männer, die da heute geackert haben und gefeiert haben. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin total traurig, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich hoffe, ich kriege die Köpfe frei. Und in 2 Wochen holen wir die nächsten 2 Punkte dann hoffentlich. Ich bin zwar nicht dran.
Ich bin zwar nicht dran, aber ich will in einer Sache widersprechen. Deine Truppe hat 60 Minuten gekämpft und nicht 45. Gekämpft auf jeden Fall, ja. Weil, also ganz ehrlich, das war ein geiles Spiel gegen deine Truppe. Ich habe nie das Gefühl, dass sie ab der 45. irgendwie jetzt auf einmal Gang zurückschalten. Das waren Kleinigkeiten und das, also, das waren keine 45, das war marginal am Ende. Ich weiß nicht, so schön wie man so ist, Handball, das wird in den letzten 2-3 Minuten entschieden. Und auf einmal steht es 29-24. Ich bedanke mich an beiden Trainern. Unser kleines Gewinnspiel, ich habe hier noch 3 jeweils Karten. Also, dann darf ich einmal den Marco bitten. Marco, wahrscheinlich immer mehrmals ziehen. Guck mal eine Zahl und ich lese mal wieder vor. Martin, du kannst gleich hinher. Ich habe die 0185, die 0185, die 0185, dann habe ich die 0174, 174.